Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bei meinem Trip mit dem Zug von Kapstadt nach Muizenberg, nach Kalk Bay und bis runter nach Simonstown mit dabei bist. Die Fahrt hierher nach Muizenberg hat jetzt circa 50 Minuten direkt von Kapstadt weg gedauert und die Fahrt ist doch ein bisschen abenteuerlich. Ich glaube, ich bin in der ersten Klasse gesessen, ganz sicher bin ich mir da aber nicht. Jedenfalls lohnt es sich, einen Platz zu suchen, wo die Fenster irgendwie nicht komplett blind oder versprüht sind, damit man etwas rausschauen kann. Und wir schauen jetzt gleich einmal hinunter zum Strand, auch wenn es wieder ein bisschen zugezogen hat, denn dort ist nämlich eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Kapstadts zu sehen. Die bunt angemalten Strandhäuschen hier in Muizenberg dürfen auf keinem Prospekt von Kapstadt fehlen. Aber wenn man genau hinschaut, ist es so, dass Muizenberg eine eigene Gemeinde ist. Aber die Strandhäuschen, die sind hier auf jeden Fall das Wahrzeichen. Ja, zum Schwimmen ist es mir hier heute eindeutig zu kalt. Darum brauche ich auch keine Umkleide. Unsere Reise geht daher gleich mal weiter Richtung Kalk Bay. Von Muizenberg weiter Richtung Süden führt die Bahnstrecke entlang der Küste. Von hier gibt es tolle Ausblicke und da ist es jetzt wichtig, dass man unbedingt einen Platz auf der linken Zugseite hat. Die Fahrt entlang der Küste bis Kalk Bay dauert gerade einmal 5 Minuten, aber die zahlen sich auf jeden Fall aus. Und wenn man hier dann in Kalk Bay aus dem Zug rauskommt, dann steht man sofort mitten im Ort. Und wir schauen jetzt gleich einmal Richtung Hafen. Das ist ein Schluck, ein bisschen Schluck. Ich fahre meinen Barracuda. Genau, und der ist getrocknet. Aha. Und jetzt dachte ich, jetzt muss ich den hier kaufen, getrockneter Barracuda, und den werden wir jetzt gleich einmal probieren dann. Und das hier ist ein Stück vom Trockenfisch, das die Katie mir gerade vorhin verkauft hat. Probieren wir es gleich einmal, wie das schmeckt. Hm. Schmeckt salzig und ich nehme mal an, man kann so ähnlich wie auch das getrocknete Fleisch, also das Biltong, hier in Südafrika essen. Vorne beim Fish and Chips, wo ich eigentlich eine Pause einlegen wollte, da werde ich es mir jetzt verkneifen, denn dort steht nämlich eine ziemlich lange Schlange. Mal schauen, was sonst gut Fisch zu essen ist. Jetzt bin ich hier im Brass Bell, das ist direkt neben dem Bahnhof, ein Restaurant. Und es schaut so aus, dass die auch einige gute Fischspezialitäten hier haben. Und Fish and Chips habe ich auch schon entdeckt. Und auch nicht zu verachten ist hier in Kalk Bay der Blick aufs Meer.
Ja, lecker. Jetzt bin ich wieder gestärkt und jetzt kann unsere Zugreise auch schon weitergehen Richtung Süden. Jetzt geht's nach Simonstown. Unser Endbahnhof in Simonstown ist schon in Sicht, aber sind wir mal ehrlich, mit der tollen Landschaft hier kann das Interieur dieses Zuges nicht mithalten. Simonstown ist der südlichste Bahnhof Afrikas. Weiter als bis hierher kann man in Afrika mit dem Zug nicht fahren. Simonstown ist ein wichtiger Marinestützpunkt hier in Südafrika, ist aber trotzdem ein ganz kleines Örtchen mit gerade einmal 6.500 Einwohnern. Und das ist zum Beispiel eine Statue, die allen Marinetauchern hier gewidmet ist. Aber es gibt auch noch weitere wichtige Einwohner hier in Simonstown. Und dieser Hund hier ist auch sehr gerne zwischen Kapstadt und hier in Simonstown mit dem Zug gefahren. Just Nuisance ist der Name. Von 1937 bis 1944 hat sie gelebt, fuhr wie gesagt gerne mit dem Zug zwischen den beiden Städten hin und her und war immer mit den Marinesoldaten unterwegs. Irgendwann war es einmal so weit, dass die Bahnverwaltung gesagt hat, so geht das nicht, Hunde dürfen einfach nicht ohne Besitzer mit der Eisenbahn fahren. Und da haben die Marinesoldaten kurzerhand diesen Hund zum Vollmatrosen gemacht und er war der einzige Hund jemals in der Royal Navy, der ein Vollmatrose wurde. Just Nuisance war bei den Marinesoldaten sehr beliebt, aber hier gibt es noch weitere sehr beliebte Einwohner in Simonstown. Circa 20 Minuten hier entfernt, da wohnen sie im Boulders Beach. Seit 1982 haben sich hier die Pinguine in Boulders angesiedelt. Mittlerweile sind sie auf eine Population von über 2200 Vögel angewachsen. Und ehrlich gesagt hätte ich mir etwas mehr Action vorgestellt, aber die Vögel, die sitzen hier ganz bequem im Sand, schauen in die Sonne und aufs Wasser und viel Action ist hier nicht zu sehen. Wer ein kleines Abenteuer erleben möchte, der ist bei dieser Zugfahrt von Kapstadt nach Simonstown auf jeden Fall richtig. Allerdings, wer es nicht gern ein bisschen abenteuerlich hat, sollte vielleicht besser die Finger davon lassen. Wichtig, bitte nehmt keine Wertsachen im Zug mit. Da bin ich mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Fahrt außerdem in einem Waggon, wo mehrere Menschen drinnen sind und fahrt vor allem nicht in der Nacht. Ansonsten ist es ein spannender Tagesausflug hierher nach Muizenberg, nach Kalks Bay und nach Simonstown. Und alle Detailinfos zur Zugreise nach Simonstown findest du bei mir im Andersreisen-Blog. Der Beitrag ist oben verlinkt. Und die Verabschiedung, die muss ich heute gar nicht alleine machen, da gibt es ein bisschen Hilfe. Okay, while you guys are going, make sure you subscribe to this channel, like, comment, share and make sure to follow me on Instagram.
@Ted_Lucas_. Gut, perfekte Ende. Dann liked, kommentiert und seid das nächste Mal wieder dabei. Tschüss, Servus und Baba aus Südafrika. Peace.